Die Tage sind zu Ende der Fußballcamps-Osterserie, sage ich jetzt mal. Wir haben Müller hinter uns, Rulle. Also ich bin mehr als zufrieden, du auch? Überragend. Also ich fand's wieder phänomenal. Wir haben den Kids wieder Spaß vermittelt. Die Eltern waren zufrieden, die Vereine, die Verantwortlichen, alles war sehr schön. Ich denke mal, du siehst das genauso, dass wir zwei Vereine haben, die überragend mitgearbeitet haben? Ja, also Mülheim mit Andreas und auch hier Rulle phänomenal mit 86 Kindern. Das zu stemmen, die Vorbereitung, die sie getroffen haben mit dem Essen und so weiter, also wirklich grandios. Ja, sehe ich genauso. Also ich denke, man kann das gar nicht hoch genug bewerten, wie viele Menschen hier gerade dran arbeiten, dass die Kinder glücklich sind. Das Training ist das eine, aber da gehören viele andere dazu. Und da können wir als Partner Kick and Buddy nur stolz sein, mit den Vereinen hier zu arbeiten. Da bin ich echt zufrieden. Tolle Partner, tolle Vereine. Was sagst du zu unseren Freunden? Also ich muss sagen, egal wie wir jetzt dabei hatten, ob wir die Landgraf, Ivan oder Erwin, überragend, oder? Ja, ich glaube, es war für die Jungs jetzt gerade für Ivan und Erwin, glaube ich, eine absolute Herausforderung, wo sie gedacht haben, Mensch, was kommt auf uns zu mit 86 Kindern? Aber wir haben so viel Spaß gehabt, ja, auch mit den Aktionen, die wir uns immer einfallen lassen, sind ja auch bekannt, was wir alles für Quatsch machen. Das ist, glaube ich, genau das Interessante an der Geschichte, dass wir uns halt immer noch zusätzlich was einfallen lassen und dass wir halt auch unter uns als Trainerteam richtig Spaß haben. Genau. Ich glaube auch für die Zukunft, das habe ich jetzt aus den zwei Camps auch noch mitgenommen und das ist auch wichtig für alle, wenn ihr das jetzt seht, das Video. Jeder, der uns bucht oder gerne mal eine Fußballschule mit uns machen möchte, wir sind zum Anfassen, wir sind authentisch, wir haben einfach Spaß an dieser Sache, riesigen Spaß. Wir nehmen alle mit ins Boot, wir sind auch für jeden Quatsch zu haben, aber unterm Strich können wir eins vermitteln oder sagen, dass die Kinder, die am Ende rausgehen, auch zufrieden waren, dass der Verein was davon gehabt hat und tolle Persönlichkeiten gar nicht so unnahbar sind, sondern alle sind zum Anfassen, richtig? Ja, also Ivan verkleidet sich auch ganz gerne mal zu Ivanka. Ich glaube, gab es auch so noch nicht. Da ist alles ist einfach überragend. Ja, wie die Jungs mitziehen und danach und das ist einfach schön. Genau. Wir freuen uns jetzt auf die nächsten Camps. Genau. Sagen nochmal einen riesengroßen Dank an die Camps, die wir jetzt machen durften. Hoffen, dass wir wiederkommen können und ja, gehen in die nächste Zeit, oder? Ja, denke ich auch. Also auch von meiner Seite nochmal ein großes Dankeschön an Mülheim und gerade an Rulle. Und wir haben jetzt, wie gesagt, Salzgitter und Lütschendorf vor der Brust in den Pfingstferien. Und da wird es, denke ich, ähnlich ablaufen. Ja, wir freuen uns drauf. Dann ist es sicherlich auch witterungsbedingt ein bisschen besser wie letzte Woche in Mülheim mit Schneesturm. Aber nochmal, also überragend. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns, dass wir von den nächsten Camps wieder berichten dürfen. Ja,